Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity. Wir sind in Primehausen, der Ingenieursstadt, um es nochmal zu sagen, für alle, die es vergessen haben. Und wir bauen... Ja, weiter aus, ne? Ja, Leute, das können wir am besten. Bauen. Denn Bauen ist lustig, Bauen macht Spaß. Und wir haben bald hier alles vollgebaut. Wie ihr seht, ich verbinde jetzt auch da mit dem Industriegebiet. Ah, da ist wieder zu eine große Nähe. Da auch. Na okay, da muss ich hier gerade Straße bauen. Damit das da so schief wird. Dann machen wir da oben noch so ein bisschen Industriegebiet hin. Hier von mir aus auch. Und dann kommen wir hier. Ja, ist jetzt nicht unbedingt so ganz toll, aber wir müssen halt mit dem Platz, den wir haben, auskommen. Was mich erinnert, ich muss auch, glaube ich, bei den ganzen neuen Sachen, die ich hier gebaut habe. Natürlich. So, hier ist sehr viel Platz. Da kommt auf jeden Fall Industriegebiet hin. Und hier unten auch noch. Ja, muss ich natürlich noch Schulbusteile hinbauen und öffentliche Verkehrsbusse und irgendwie so. Ach, das ist immer so viel zu bauen. Sieht eigentlich gerade mit unserem Forschungsprojekt aus. 12% erforscht, das ist gut. Ja, erstmal Schulbusse, die sind mir irgendwie wichtiger. Sind ja schließlich eine Uni-Stadt. Moment, kann ich erstmal die abschalten? Danke. Macht er das immer? Naja. So kann ich zwar nicht ganz so gut sehen, wo schon alles grün ist und wo nicht. Ich bin irgendwie der Meinung, der hat uns das vorher nicht so angezeigt. Aber seitdem ich das letzte Mal gemacht habe, war ja anscheinend irgendein Patch und ich habe mir mal wieder die Patch-Notes nicht durchgelesen. Wie ich es ja öfters nicht mache. So, und jetzt noch die normalen Bushaltestellen. Da müssen wir da oben noch ein bisschen und hier brauchen wir noch eine Bushaltestelle. Und da wäre noch eine gute Bushaltestelle. Ansonsten, oh, was ist das? Haben wir eigentlich schon gut. Alles ausgebaut. Wir könnten natürlich auch noch komplett hier die Straßen erweitern für eine Straßenbahn, aber irgendwie habe ich keine Lust in dieser Stadt auf eine Straßenbahn. So, ich muss bestimmt wieder zigtausend Sachen abreißen. Die üblichen Verdächtigen. Die muss ich ja schon seit mehreren Parts durchgehend abreißen. Deswegen ich mir schon irgendwann manchmal die Frage stelle, soll ich sie wirklich noch abreißen oder lasse ich sie einfach da? Ich sollte aber vielleicht mal dort hinten ein paar Parks bauen. Hier so überall. Vielleicht einen kleinen Park mit Brunnen. Ja, okay, da ist wahrscheinlich eher so... für mittlere Einkommensschicht. Ich baue mal einen Grillpavillon hier hinten hin. Irgendwie hier so, ja, hier. Hier ist gut. Da kommt ein kleiner Grillpavillon hin. Hier unten kommt ein einfacher Gehweg hin. Und, ach nee, einfachen Gehweg habe ich schon. Und ein Skulpturgarten kommt hier hin. Das sollte erstmal an Parks reichen. Wir sehen schon, da wächst jetzt wieder einiges. Und Wachstum ist in unserer Stadt natürlich total wichtig. Deswegen wir die Stadt ja hier immer so wachsen lassen. Und wie lange sind wir jetzt eigentlich schon in Primehausen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich meine irgendwie seit Part 70. Also sind schon seit wieder über 20 Parts hier. Glaube ich. Oder 78? Nee, da war eindeutig mehr. Irgendwie so 75 war das. Und wir sind jetzt gerade irgendwie ja gut über... über 10, 15 Parts so ungefähr. Ja, da haben wir noch ein bisschen mit der Stadt, aber irgendwie bin ich schon ein bisschen effizienter mit dem Städtebauen. Am Anfang hat das echt länger gedauert. Na gut, da habe ich auch irgendwie... Ja, da musste man noch alles lernen. Und man hatte natürlich auch nicht sofort die Sachen. Da muss man ja natürlich auch das alles nach und nach freischalten. Ich kann ja jetzt schon immer, wenn ich lustig bin... Oh, ich verdiene aber ganz schön viel Geld gerade. Oh, das ist eine prima Gelegenheit, um die Steuern zu senken.
Noch verdienen wir nämlich 3000 und 10% Steuern sind, denke ich, sehr gut. Und wir haben schon 16% erforscht für die sauberen Kohlegeneratoren, die wir natürlich dann komplett in der gesamten Region freigeschaltet kriegen. Na, ansonsten müssen wir halt darauf warten, dass die Stadt hier wächst. Der ganze Verkehr und so, ja. Wirklich, das Problem ist, die Stadt ist mir einfach ein bisschen zu klein. Aber es ist insgesamt so das Problem bei SimCity. Es ist ja so, dass das Spiel uns ja sagt, ja, mach halt mehrere Städte, ne? Und ich weiß wirklich nicht, ob das so eine prima Idee gewesen ist. Ja, mal abwarten, was so bei SimCity 4 auf tolle Ideen kommen werden. Bestimmt richtig, richtig, richtig tolle Ideen. Jetzt mache ich sogar noch mehr Profit, oh, das gefällt mir. Wir sind sogar bei 10%. Wir machen hier einiges an von Einwohnern. Ah, wir haben auch schon wieder... Ah, jetzt geht's wieder auf die 110.000. Na, ah, mal gucken, ob wir die 150.000 knacken. Wäre schon schön. Aber derzeit können wir nicht wirklich viel machen. Was wir aber machen können, ist natürlich die Großfeuerwehr hier ein bisschen zu schützen. Na, nicht zu schützen, zu verbessern. Und dafür dann noch da so ein Chemikalienfeuerwehr, Feuerteil hinbauen. Und das Brandrisiko senken, indem wir hier so ein Büro für den Schutzbeauftragten, das wir direkt dort oben auch hinbauen. Ich denke mal, ich werde nicht so viel Platz für meine Bürgermeistervilla brauchen. Wenn ich sie denn jemals vernünftig ausgebaut kriege, was derzeit irgendwie nicht ganz so sehr danach aussieht. Aber only time will tell, ob wir das schaffen oder auch nicht. Wir warten jetzt auf jeden Fall erst einmal und oh, wir haben jetzt einiges an Geld. Wir können ja die Millionen zusammensparen für die Arkologie. Hahaha, als würde ich die jemals hinbauen wollen. Nein, ich würde sehr gerne das Raumfahrtzentrum bauen. Oder, ja, die Solaranlage. Naturwissenschaftliche Uni habe ich. Oh ja, stimmt. Primetal. Primetal war naturwissenschaftlich. Gut, so, sollte ich mir merken. Ja, Raumfahrt. Ingenieursuni, ich sollte das irgendwie für die Raumfahrt machen. Komisch, habe ich das nicht sogar gestartet? In Primetal? Das mit dem Bau dafür? Aber dann habe ich Primetal verlassen, weil ich ja Angst hatte, dass es wieder gelöscht würde. Es war ja recht kurz. Noch nach dem, nach dem Startdebakel und nach dem, was meinem geliebten, Primetown passiert ist, ja, hatte ich da echt Schiss, dass dasselbe Primetal auch passiert. Aber jetzt scheint das Spiel doch sehr stabil zu laufen. Also da haben wir jetzt nicht ganz so sehr das Problem. Und, ach, wir haben gerade wirklich nicht mehr sehr viel zu bereden, oder? Ich sollte wirklich irgendwie gucken. Ja, das Problem ist wirklich so mit dem Vorbereiten, aber dann sollte ich nicht alles an einem Tag vorbereiten, sondern einiges so noch vorbereiten. Aber Hauptsache, dass ich genug vorbereitet habe. Vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten. Ich rede hier eigentlich mehr darüber, was ich, wie ich jetzt hier so Let's Play technisch alles mache. So mit dem Vorbereiten und alles. Und viel zu wenig über andere Dinge. Ich glaube, ich sollte euch auch ein bisschen mehr einbinden. Aber was kann ich euch jetzt schon noch fragen zu SimCity? Und wegen der Vorbereitung kann ich auch nicht irgendwelche aktuellen News durchgehen. Also muss ich mal... Okay, ich suche. Dahinter. Weil die News sind ja dann schon, wenn ich sie euch wenn ihr die hier seht, ja, veraltet. Einfach, weil ich jetzt erstmal wirklich so einen riesigen SimCity und Star Wars The Old Republic Puffer brauche. Und ich diesen Puffer natürlich jetzt wunderbar vorbereiten werde. Dann wahrscheinlich so ab August werde ich versuchen, wieder näher dran zu sein. Dann natürlich auch irgendwelche aktuelleren Sachen zu machen, wenn ihr dann immer noch guckt. Aber gut. Ihr könnt ja auf jeden Fall hier ein bisschen sehen, immer noch, wie das Spiel läuft. Währenddessen, ja, worüber könnten wir noch reden in den letzten 5 Minuten? Ich könnte über die Pokémon-Edition, die hier rumliegen, reden, aber da habe ich irgendwie nicht ganz so viel Lust.
Wii U ein sehr beliebtes Thema, aber da rede ich auch nicht unbedingt noch weiter darüber. Ich meine, darüber habe ich jetzt auch schon die letzten paar Male sehr viel geredet. Ich könnte auch über Iron Man 3 reden, das ich letzte Woche im Kino gesehen habe. Aber ja gut. Wenn ihr das hier seht, ist der Film auch schon einen Monat im Kino. Also einen Monat released worden. Also auch nicht mehr ganz so interessant für euch, oder? Nee. Naja. Ich könnte mich über die Uni ab... Ich könnte über die Uni ein bisschen neidlich lästern. Abheulen, weil irgendwie ist mir das alle zu blöd. Ich meine, ich muss jetzt sogar in Philosophie einen Antrag stellen, dass ich eine Hausarbeit schreiben darf. Was aber irgendwie sehr komisch ist. Ich muss da echt nochmal nachfragen, weil irgendwie kann das so mit dem Antrag stellen ja nicht ganz stimmen, weil ich mich ja online anmelden muss, um überhaupt eine Hausarbeit schreiben zu dürfen. Warum baut der da wieder nichts? Kann man alle abreißen? Ich reiß das einfach mal alles da ab und hoffe, dass dann sich dort jetzt was aufbaut. Oh, und ich habe wieder ein verlassenes Gebäude. Wer hätte es gedacht, wer hätte es gedacht? Da ist das verlassene Gebäude. Muss ich es doch nicht da mir zeigen lassen. Habe ich es doch schon selbst gefunden. Wie sieht es denn so mit meiner Zufriedenheit aus? 80%. Ist schon mal gut. Die Steuern sind zu hoch. Ja, na gut. Senken wir nochmal die Steuern. Oh, super. Die waren nur davor. Nein, da. Warum kriege ich die Sirene nicht? Ja, gut, da ist gerade nicht so viel. Und da ist schon wieder so ein riesiger leerer Fleck. Ah, die bauen gerade. Okay. Mich stört, dass keine Sirene kommt. Und da hat zum Glück nur ein Haus kaputt gemacht. Nichts, was ich nicht umsonst... Und da noch ein paar kleine Häuser. Aber nichts, was ich nicht umsonst ersetzen kann. So, wenn es die Uni getroffen hätte, das wäre doch einiges schlimmer gewesen. Ja, wir fragen uns immer noch, was... Wir sind nicht allein. Okay, dann sind das wahrscheinlich irgendwie mit Aliens. Stadtbrand, ja. Ist ja klar von dem Meteoritenschauer, aber ihr schafft das doch wohl, die alle zu löschen. Wo habe ich überhaupt das andere, die große Feuerwache hingebaut? Da hinten, ja genau. Ach stimmt, die habe ich da hinten gebaut. Ich hatte überlegt, sie nach da zu bauen, aber dann habe ich mich doch dafür entschieden. Oh, was ist das für eine Quest? Unsere Stadt wird zur ziemlichen Touristenattraktion. Wir sollten den Touristen einen Gefallen tun, indem wir ein Wahrzeichen bauen. Stellen Sie ein Wahrzeichen auf. Okay. Hier so ein Wahrzeichen. Ich wollte mir immer schon den schiefen Turm von Pisa bauen. Opernhaus Oslo, aber auch nicht wirklich viel Platz dafür, ne? Ich brauche irgendwas, was nicht so viel Platz verbraucht. Ja, wie das Empire State Building. Das ist aber ein bisschen teuer, ne? Ich könnte hier auch den Tokyo Tower bauen. Nee, könnte ich nicht. Oh doch, ich könnte mir dahin bauen, aber dann kann ich nicht mehr wirklich viel ausbauen da. Das Washington Monument. Ja, ich will mir irgendwie keinen Penis in meiner Stadt bauen. Willis Tower aus Chicago. Okay, kenne ich jetzt persönlich nicht. Upsala. Okay, wir haben das Washington Monument gebaut. Das wollte ich gar nicht. Na egal. Ups. Na, ich hoffe, die werden jetzt mal ein bisschen glücklicher. Weil ich meine, wir machen ja schon Verluste durch Steuern. Ah, jetzt machen wir wieder Gewinn. Hoppala. Jetzt habe ich wirklich aus Versehen dieses doofe Washington Monument gebaut. Ich wollte mir doch gar keinen Penis in die Stadt stellen. Irgendwie doof. Naja. Mit unserem aus Versehen gebauten Washington Monument werden wir dann im nächsten Part weitermachen. Also wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaut die nächste Episode. Bis dann.